hallo liebe Abonnenten. Was ist los mit euch? Warum hat mich denn keiner dran erinnert? Ich hab's total vergessen. Wir haben doch noch ein Gewinnspiel zum Auflösen. Und zwar das Gewinnspiel zu den 400 Abos. Und ich habe gestern erst wieder dran gedacht, es hat mich auch keiner dran erinnert. Es soll ja nicht den Eindruck entstehen, dass ich hier Gewinnspiele veranstalte, die ich nicht auflöse. Ich habe mir jetzt mal alle Namen aufgeschrieben. Die gehen wir jetzt mal schnell der Reihe nach durch, damit auch alles seine Richtigkeit hat. Und dann losen wir den Gewinner noch aus. Zu gewinnen gab es ja das Import-Steelbook von Suicide Squad, die 3D-Version mit der normalen Blu-ray, mit deutschem Ton. Wobei da glaube ich nur die Langfassung deutschen Ton hat, 3D weiß ich jetzt nicht. Und es gab meine gebrauchte Rambo-Quadrilogie mit deutschem Ton bei Teil 1 bis 3 und Teil 4 John Rambo mit O-Ton. Fangen wir jetzt mal an. Wir haben Dirk Otto. Wir haben Best Crasher. Wir haben Steve 007. Wir haben Marco Boomer. Wir haben Stone Cold 79. Wir haben Sugoku YTB. Wir haben den Asia Express. Wir haben Mr. Picky 007. Wir haben Felix the Second. Wir haben The Bookie One, Jim Topf 80, den Nackenbeißer, Apex ND 30, Logan Campbell, Gustos Gaumenkino. Ja, jetzt habe ich mich schon beim Schreiben gewundert. TFNL. Sehr komische Nicknames. Ah, die Alexandra Jotta versucht wieder ihr Glück. Ebenso wie der Matratzenmatze. Der gute Moviepicker ist dabei. Der Jörn Kramer und der sich als letztes gemeldet hat, war glaube ich der Frotzler. So, das habe ich jetzt alles hier in dem Becher drin, in meinem Blade Runner Becher. Schade, dass da jetzt nicht schon eine Öffnung ist, wo dann irgend so eins rauskommt. Ich ziehe jetzt irgendein. Steve 007. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen Suicide Squad Steelbook und die Rambo Quadrilogie. Bitte melde dich bei mir, entweder bei Facebook, auf meiner Facebook-Seite Stanleys Filmzimmer kannst du mir eine Privatnachricht schreiben oder stanleydobson@yahoo.de. Schickst mir deine Adresse bitte und dann lasse ich dir die Sachen demnächst zukommen. Alle anderen wissen ja wie immer, kann ich jeder gewinnen. Beim nächsten Mal habt ihr wieder die Chance. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich mache morgen vielleicht nochmal einen kleinen Vlog, in dem ich auf eure Kommentare eingehen werde, die mir massenweise zugekommen sind. Dann verabschiede ich mich erstmal bis morgen und wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Macht's gut. Ciao. Thank you.